Herr Masukiewicz, 1-0 gegen Uerdingen gewonnen, eigentlich einer der Favoriten der Saison. Würden Sie sagen, es ist ein perfekter Saisonstart für den BSC? Definitiv. Also wir haben gezeigt, dass wir gegen eine Spitzenmannschaft stehen können. Die waren mürbe, die hatten keine Idee gegen uns. Und das muss man, wenn man weiß, was da für eine Qualität auf dem Platz war, einfach so sagen, dass wir gegen die Top-Mannschaften jetzt schon gespielt haben und uns bewährt haben. Besser kann man nicht starten. Und wie ist die Euphorie in Bonn, aber auch in der Mannschaft jetzt wieder zu bremsen? Euphorie kommt da nicht auf. Die wissen genau, was sie dafür tun müssen, dass es harte Arbeit ist, dass wir da extrem diszipliniert spielen müssen. Das tut die Mannschaft. Die werden hart arbeiten. Ich bin da so vertrauen, dass da unsere Trainer auch weiterhin das Beste rausholen. Ich glaube, die haben eine gute Idee, wie sie spielen. Die Jungs machen da super mit. Wenn das so weitergeht, dann wird es auch mal Niederlagen geben. Alles nicht schlimm. Wir werden da ganz seriös und cool weiterspielen. Da ist von Euphorie und Abgehobensein sind wir weit entfernt. Es war es ja in der vergangenen Saison schon so, dass man durchaus als Favoritenschreck mal aufgetreten ist, heute schon wieder. Wie optimistisch stimmt Sie das für die nächste Woche? Nächste Woche ist das gleiche Spiel. Wir müssen lange im Spiel bleiben. Wir müssen den Gegner mürbe machen. Der muss sich abrennen an uns. Und da müssen wir zustechen. Mut, Engagement, Glück. Und dann ist alles möglich. Wir haben gar nichts zu verlieren. Das ist eine absolute Top-Mannschaft. Das ist ein Bundesligist. Da gewinnst du normalerweise nicht, aber... Es scheint nicht alles normal zu sein bei uns und da hoffen wir drauf.